Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Loaded Envelope Videos. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich habe gerade Teil 1 gedreht, ich mache jetzt hier nahtlos weiter. Wir haben uns nämlich gerade damit beschäftigt, den Flap zu distressern, diese Sachen hier drauf zu bringen oder erstmal hinzulegen. Den müssen wir noch gar nicht aufkleben. Den lege ich mir jetzt einmal zur Seite, genauso wie ich die Innentasche mir zur Seite lege. Und jetzt geht's mit dem Aufkleben weiter. Wir haben im letzten Video, oh, ein bisschen wälzt es sich doch, sehe ich gerade, wir haben im letzten Video die Coverseite gemacht, oder nein, die Rückseite, um genau zu sein. Es sieht aus wie ein Cover, aber es wird die Rückseite des Umschlags. Und in der Rückseite des Umschlags befindet sich dann die, sagen wir, Rückseite des eigentlichen Envelopes. So. Die werde ich mir jetzt hier einmal ankleben, bevor mein Kleberpinsel hier den Geist aufgibt. Nein, fest wird. Also der Junk-Journal-Kleber ist glücklicherweise recht feucht. Was dann zur Folge hat, dass der Pinsel nicht direkt eintrocknet. Dadurch, dass da Flüssigkeit genug mit bei ist. Ja. Ich werde hier und da wieder mal meinen Fokus checken, weil beim vorletzten, oder mittlerweile vorvorletzten Video, hat meine Kamera irgendwie ein interessantes Eigenleben entwickelt und hat den Fokus die ganze Zeit verloren und wieder neu versucht zu fokussieren. Deshalb werde ich dann und wann mich vom Stuhl erheben und einen Blick werfen, ob die Kamera noch vernünftig fokussiert ist, werde ich jetzt tun. Das funktioniert. Meine Hände sind schon wieder etwas bastelschmutzig. So, wenn ich mir das jetzt hier. Okay. So, wenn ich das jetzt hier drehe und zurecht tüdel, möchte ich ja, dass das hier vernünftig liegt. Ja, das funktioniert schon. Das gefällt mir. Also was ich jetzt nämlich hier machen wollte, ich habe Angst, dass dieses Blatt hier reißt, bevor ich alles zusammengeklebt habe. Deswegen mache ich erstmal diese Kante, weil ich jetzt diese Kante hier kleben kann. Die muss nämlich da drüber. Wobei ich ihn jetzt gerade sehe. Nee, obwohl, das geht eigentlich. Dieses Herzchen hier kriegt noch ein bisschen Ground Espresso. Ich glaube, das dürfte ich mal wieder ein bisschen anfeuchten mit Stempelkissen. Weil sie mir Nachfüll bestellen. Wobei andererseits, den habe ich eigentlich, das Stempelkissen habe ich noch nicht lange. Das ist einfach so ein bisschen angetrocknet. Ich habe mir echt glücklicherweise in den letzten Monaten angewöhnt, meine Stempelkissen immer direkt nach dem Benutzen, und auch wenn ich es wirklich nur 2 Minuten zur Seite lege, wieder zuzumachen. Weil trockene Stempelkissen braucht doch echt kein Mensch. Ja. In meinem letzten Video habe ich euch ja gefragt, was wollten ihr gerne hören? Also ich erzähle euch jetzt immer so ein bisschen was aus meinem Leben oder über meine Bastelgedanken, über meine Gedanken, wem schenke ich was und wie und wenn ja, warum nicht. Oder ja, welche Gedanken mache ich mir hier während meiner Arbeit und überhaupt übers Junk Journalen und vielleicht auch bei Etsy verkaufen oder ähnliches. Und da war ja meine Frage auch noch, gibt es was, was ihr wunderbar gerne von mir mal hören wollt? Also worüber soll ich mal erzählen? Wollt ihr irgendwas von mir wissen? Zum Beispiel übers Golfspielen werde ich euch nichts erzählen. Also es gibt einfach Themen, die sind für mich langweilig, egal, oder ich habe keine Lust, drüber zu reden. Also zum Beispiel Golfspielen, ne? Also das ist jetzt mein Lieblingsbeispiel dafür. Frag mich was über das Golfspielen. Ist nicht meins. Also ich finde schön, wenn Menschen sich draußen bewegen. Ich tue das auf andere Art und Weise. Ja. So. Wenn ich jetzt hier nämlich schon mit Ground Espresso. Leute, ich weiß nicht, geht es euch auch so? Sagt ihr auch Espresso? Ich krieg die Krise. Also ich hasse das, wenn jemand Espresso sagt. Tue es selber die ganze Zeit. Und das geht mir selbst total auf den Zwirn.
Ja. Also Espresso, ich weiß natürlich, wie man es ausspricht. Und kann es trotzdem nicht. So, jetzt habe ich mein Espresso hier. Genau. An der Stelle könnte ich nämlich direkt nochmal das, was ich auf den Ecken noch machen wollte. Ihr werdet sehen, was ich da... Shit, jetzt habe ich meine Filz hier gerade zerstört. Mit einer kleinen, hakeligen Ecke. Die wird hier gleich massakriert, die kleine, hakelige Ecke. So. Naja, mit zweifelhaftem Ausgang. Das hat nicht ganz geklappt. Das passiert manchmal, wenn man die Sachen zu schnell macht. So. Zack, Klappe zu. Jetzt möchte ich Tasche 1 und dann nehme ich jetzt auch den großen Pinsel und ich habe gerade festgestellt, ich depp, ne, und schön, wenn man das merkt, bevor man es anklebt, ich habe die wenig geprägte Seite, also die Rückseite des Chests und nicht die Vorderseite. Also müsst ihr mich hier in völliger Verpeilung nochmal distressed ertragen, nein, beim Distressen. Ja, also schön ist es immer, wenn man das merkt, bevor man klebt. Ach ja, naja, geht euch das auch manchmal so, dass ihr einfach kurz vor, oh verdammt, das wäre fast schief gegangen, seid? Ich kann das recht gut, also... Sag mal, einfach beim Quatschen, ich erzähle euch hier was. Klebt die falsche Seite auf. Hier habe ich die richtige genommen. Das ist schon mal sehr schön, weil das ist nämlich fest. Hier habe ich auch die richtige genommen. Das ist auch fest. Puh. Das, ja. Ja. Ich sage mal, schlauer durch Aua. Weil man die Sachen dann wieder auseinandernehmen muss. Weil man es nicht ertragen kann. Also ich denke auch echt, derjenige, der es bekommt, also es sei denn, das ist wirklich so der absolute Bastel- und Junk Journal Crack. Weiß ich noch gar nicht, wie die Beschenkte drauf ist, ob die, sag mal, eher neu ist oder nicht. Da muss ich tatsächlich nochmal ein bisschen spinksen. Wenn man jetzt nicht unbedingt den absoluten Bastel- und Junk Journal Crack erwischt, dann wird es keinem auffallen, dass ich die Rückseite hier genommen habe. Aber mir fällt es auf und das geht gegen meine Bastlerehre. Das geht mir so auf den Zwirn, dass ich das dann einfach ändern muss. Oder, sag mal, rechtzeitig noch die Kurve kriegen. So. Jetzt aber. Ink wieder zu, Ink aus dem Weg. Schwupp. Jetzt auch ein bisschen kürzer machen können als die Seite. Ne? Naja, egal. Jetzt ist es so, wie es ist. Also das zum Beispiel, sage ich mir, ja, ist jetzt halt so. Komme ich wunderbar mit klar. Nur die Rückseite nach oben zu machen. Nee. Lass mal. Oder mitten auf die Fläche zu kleckern, die ich nicht ankleben möchte. Ich weiß gar nicht, seht ihr das vernünftig, wenn ich jetzt hier so am Rumkleben bin? Oh, geht noch. Schlimmer aus. So eine Kante zu kleben, kann ich euch ja durchaus zutrauen. Das mit mir zu machen. So, ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin davon gesprochen, die Reihenfolge der Dinge ist wichtig. Das werde ich euch auch gleich bei der anderen, also bei der, sag ich mal, der Rückseite meines Envelopes zeigen. Also das der Umschlagsbasis, nenne ich es jetzt mal. Weil, ihr werdet gleich sehen, wenn ich da nämlich was
falsch rum mache, dann funktioniert das mit meinem Loch und meiner der Schließe nicht, weil ich muss ein Loch stanzen für das Eyelet, das ich da setzen möchte, und daran wird nämlich der Verschluss dran gesetzt. Das kann ich aber erst stanzen, wenn die Schichten aufeinander sind, weil das nämlich auch hier durch dieses Ding hier nicht mehr durchgehen wird. Ach komm, jetzt hier. Genauso muss ich das Loch für den Flap so machen, dass es nicht durch den Umschlag geht, weil sonst baue ich mir meinen Umschlag fest. Da komme ich wieder auf die nächste Idee. Wenn ich den Flap oder die Flap so mache, also da kommt ja dieser Brett hier durch, ne, dieses Herzchen. Wenn ich das so mache, dass ich irgendwas dahinter setze, ich rede jetzt ein bisschen verklausuliert, ich mag das immer nicht, wenn diese Brettarme oder Tüdelchen da hinten rausgucken. Gefällt mir nicht so gut. So, einmal ausrichten hier, vernünftig sein, zack, fertig. Fertig ist der Lack. Ich zeige euch gleich, was ich meine mit den Red Arm. So, wenn ich jetzt hier ab und zu mal gucke, ne, also es hat sich jetzt hier leicht gewellt, das wird sich aber wieder geben. So, einmal klappt zu. Der Flap, der hier rüber. Ah, ich habe ja sehr dünnes Papier. So, der Flap, der jetzt hier rüber. Und hat er dann die beiden Dinger drauf und der Brett wird ja, sag ich mal, hier, ich denke mal, in dieser Spitze hier sitzen. Irgendwie hier werde ich den hinpacken. Denn der guckt ja dann hier durch. Ne? Also der ist ja dann hier unten sichtbar. Das heißt, ich müsste hier oder würde gerne da irgendwas hinpacken, was diese kleinen Brettärmchen hier verdeckt. Ich denke mir dazu mal was auf. So. Das hier, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich. Kann ich vor dem Brett setzen, muss ich aber nicht zwingend. Was ich fertig machen muss, um das Eyelet hier unten hinzusetzen, ist die untere Kante. So, jetzt mache ich es aber erstmal wieder auf, weil das ist noch nicht ganz trocken. Bevor das nicht ganz trocken ist. Das hier darf jetzt hier wohnen. So, zum Schluss werde ich auf jeden Fall mit meinem Aquarellstift noch mal eine Runde drehen. So, auch hier jetzt wieder Karos sichtbar. Karos auf allen Seiten sichtbar. Gefällt mir ganz gut. Ich mag das, also die sind sehr, sehr zart. Durch das Teefärben haben die ja echt an Intensität eingebüßt. Und dementsprechend sieht man diese schemenhaft und das finde ich schon wieder echt cool. Also ich weiß nicht, benutzt ihr liniertes und kariertes Papier, was ihr färbt, oder macht ihr das immer mit Blankopapier? Also ich finde, je nach Intensität von Tee oder Kaffee kommen da echt die geilsten Effekte raus. Also mir gefällt's. Ich muss Sorge mir gefällt das. Ich habe schon mal überlegt, ob ich einfach so ein paar lustige Sachen, wie jetzt hier mit dem Loaded Envelope, ob ich einfach so ein paar Sachen mal auf Vorrat mache für Geburtstage und Co. Also mir macht das echt richtig Spaß. Schief und krumm ist, sondern fein gerade. Das darf sich ruhig ein bisschen wellen. Das ist halt so. Das ist halt einfach beim Junk Journal ist das so, dass man die Papiere, die man hat, verarbeitet.
Und wenn das nun mal solche dünnen kleinen Mistviecher sind, die sich wählen, dann hat man halt dünne kleine Mistviecher, die sich wählen. So. So, zum Sonntag. Ich glaube, es wird wirklich mal Zeit für einen neuen Schreibtischstuhl. Der knetet sich hier in der Naht zurecht. Ich bin auch tatsächlich schon am überlegen, meinen alten Stuhl hier herzustellen. Ich habe so einen, sag ich mal, Schulstuhl oder so einen Behördenstuhl, so einen alten Holzstuhl. Den habe ich mir mal blau angestrichen. Ich mag blau halt total gerne. Und irgendwie konnte ich darauf immer sehr gut sitzen. Mit dem Stuhl hier kriege ich ab und zu mal Schulterschmerzen beim Basteln. Augenintegral. Läuft ganz gut. So, das sieht doch ganz fein aus. Also die Innenseite hier haben wir. Klappt. Ja, jetzt kommt der nächste Streich. Lila. Hm? Das hier möchte auf die Innenseite. Darüber. Und ich glaube auch, dass ich das zuerst aufklebe. Mal bevor. Bevor ich da unten diese Tasche setze. Machen wir das doch mal fein. Logistik. Liebste Bastelzeit, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also für mich, das ist tatsächlich, bin ich auf dem tatsächlich Trip. Yay. Kennt ihr das, wenn man ein Wort hat, was immer wieder in den Wortschatz stolpert und zu jeder sich passenden oder manchmal auch nicht passenden Gelegenheit gesagt werden möchte? Bei mir ist es aktuell das tatsächlich. Mein Mann hatte mal so das Ding mit durch die Bank weg. Ist auch sehr lustig. Solche, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Wörter, die gesagt werden wollen, auch wenn sie nicht passen. ich schweife ab. Mich würde tatsächlich interessieren. Wann ist eure Lieblingsbastelzeit und warum? Meine Lieblingsbastelzeit sind die Samstage und Sonntage morgens. Also wirklich morgens. Ich bin echt Frühaufsteher. Und seit geraumer Zeit, also es war noch nicht immer so, also ich war auch nie richtig Langschläfer, aber seit einiger Zeit bin ich wirklich früh wach, also teilweise wirklich weit vorm Wecker. Weit vorm Wecker. Der mich am Wochenende so um 7:30 eigentlich rausholen würde aus den Federn. Bin ich so unterwegs, dass ich um 6 aufstehe. Manchmal auch um 6:30. Ohne Wecker. Das ist schon ganz interessant, weil... Oh, ich könnte eigentlich ausschlafen, aber... Naja, auf jeden Fall ist das so, dass das meine Lieblingsbastelzeit ist. Weil ich da einfach Zeit habe. Und Ruhe. So, jetzt passt das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, ich muss hier ein bisschen ziehen, zupfen, drücken, schieben. Das Wunderbare an diesem Kleber ist, der verzeiht mir das. Das Papier gerade nicht so. Sag mal, bin ich jetzt so blöd, einen Umschlag zuzukleben, oder was?
Böse würde manch einer behaupten. Es könnte an der Haarfarbe liegen. Das weiß ich von mir. So. So, ich probiere das mal mit meinem Tischchen aus. Dass ich da irgendwas festgeklebt habe, was nicht festgeklebt werden sollte. Nö, habe ich nicht. Wunderbar. Der mittlere Umschlag ist fein. Und auch bis zum Magneten komme ich durch. Und dahinter sehr schön. So. Jetzt haben wir da den Flap. Der kommt rüber. Der flappt sich so ein zurecht. Und nun haben wir hier wieder so ein Herzchen, was distressed werden möchte. Und jetzt wieder guck auf die Struktur. Das hier ist die richtige. Guck, ob der Fokus hier noch am Start ist. Ja. So was Schräges wie neulich. Ja. Hat mein Handy auch erst das erste Mal gebracht. Na gut. Das ist Technik, ne? Hat sich ein bisschen was gebogen. Hier werde ich bestimmt noch, wenn ich meine Öse hier angebracht habe, gucke ich mal, ob ich noch irgendwo ein, zwei Quotes finde, die ich hier wunderbar anbringen kann. Mal gucken. Aber ich glaube, ein Quote mit Purple habe ich nicht. Muss es ja auch nicht sein. Also es muss ja nicht alles im Thema lila, volle Kanne krass sein. Es ist, das kann ja auch einfach sich mit was anderem beschäftigen. Ne? Lebensfreude, Bastelfreude, Freundschaft, Herzenswärme, I don't know. So, weil das passt garantiert richtig gut. Für die Öse will ich sehr tief setzen, damit die Tasche dann halt auch noch funktioniert. Wenn ich die mitten reinsetze, funktioniert natürlich meine Tasche nicht ganz. Klar soweit, ne? So, die werde ich so setzen. Dadurch, dass wir hier diesen hellen Bereich haben, macht es total Sinn, da noch so ein bisschen, Text, also hier zum Beispiel altdeutsche Schrift oder irgendwas reinzusetzen. Das finde ich ja mal so schön. Werde ich gleich mal auf die Suche gehen. Ein bisschen was da rein, also ein bisschen was abfetzen, in das Lila reinsetzen. Und dann darüber so ein Quote. Also im besten Fall, wenn ich mir nachher meine neue Schreibmaschine abgeholt habe, eine neue alte, könnte ich ja auch ich hoffe, die tippt auch auf Papier, also auf Tee oder Kaffee gefärbtem Papier. Ich habe seit ewig und drei Tagen keine Schreibmaschine benutzt. Ich glaube, so langsam sieht mein Zimmer auch so ein bisschen aus wie ein Museum. Mein Rechner sagt Kling. Da hat mir doch bestimmt wieder irgendwer irgendwas Tolles geschrieben. Ich war ganz lange nicht bei Facebook unterwegs, aber jetzt bin ich hier in dieser Bastelwelt. In diese Bastelwelt eingetaucht und ich habe immer mehr Spaß dran, weil die meisten in dieser Bastelwelt wirklich höflich und freundlich sind. Gibt auch Ausnahmen, es gibt auch ganz viel Neid. Oder was heißt ganz viel? Also es gibt Neid, ganz viel wäre jetzt übertrieben. Die Pferdewelt ist definitiv schlimmer. So. Zack. Schwupp. So weit sind wir schon. Jetzt, wenn ich hier schon den Kleber am Start habe und das hier darf ein bisschen trocknen, bevor ich die Öse setze und das Eyelid da reinziehe. Jetzt mache ich nämlich die Taschen hier auch noch fertig. Also, kleiner Merkzettel für mich. Ich brauche ein bisschen altdeutsche Schrift, einen Umschlag,
Vielleicht mache ich mir auch einen aus altdeutscher Schrift. Weil ich glaube, dieses, sag mal, dieses Papier hier, davon muss man nicht zu viel nehmen. Das ist schon recht dominant. Da wäre so ein bisschen was Dezenteres wahrscheinlich angebracht. Ich guck mal, also ich habe mir mal so Umschläge oder Umschlagschablonen selbst gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich wollte die mal einscannen und mal der Community zur Verfügung stellen, für alle, die sich immer ein bisschen schwer mit Umschlägen tun halt. Dass sie einfach hier diese Vorlage haben, ne? Also einfach direkt Originalgröße PDF ausgedruckt, auf eine Pappe gelegt, drumherum gemalt und diese, also wirklich diese stabile Blockpappe, die man hinter den Blöcken immer hat. Und dann hat man einfach die Schablone auf ewig und drei Tage. Ja, das war unsauber gearbeitet. Frau Baraya, das war unsauber gearbeitet. Das können Sie besser. Naja, ich übe ja noch. Man hört ja eh nicht auf zu üben. Also ist das so mal die beste Ausrede überhaupt. Am besten ist immer, ich bin ein Meister, der übt. Das ist auch einer meiner Lieblingssprüche. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo ich den her habe. Ich habe den irgendwo mal auf irgendeinem, weiß ich nicht, Kanal gefunden, gesehen, gelesen. Oder vielleicht war es auch in einem Buch. Oder war das in einer Happiness-Zeitschrift? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich mag den. Und ich glaube, ich will das glauben, ich werde den irgendwie hier mit draufbringen. Oder in das nächste Journal. Oder immer. Oder ich werde ihn wieder vergessen. Ich weiß es nicht. Na, wenn das nicht mal cool aussieht, dann weiß ich auch nicht. So, flip, flap. Flip-flap. So, jetzt haben wir hier noch. Jetzt haben wir hier noch den Knopf. Den Flap-Knopf. Lalalala. Flap-Knopf. Jetzt haben wir hier so viel Kleber an den Finger. Habe ich hier meine Öse, aber ich habe vergessen, mir meine Prickelnadel mitzunehmen. Ja. Machen wir das mal ohne Prickelnadel. Hier mit meiner Crop-A-Dial. Big Bite, aber ich würde echt gerne die Mitte treffen. Ist das die gefühlte Mitte? Oh ja, das geht schon. So, optisch ist dieses Herzchen hier in der Spitze, glaube ich, ganz gut, oder? Da soll ich den ein bisschen hochversetzen. Da. Was sagt ihr? Ja, also, jetzt wieder nachdenken, weil man sonst nicht trifft. So, weil wenn man jetzt nämlich, wenn ich jetzt komplett durchgestochen hätte, ich hätte mich schwarz geärgert. Dumm und dusselig hätte ich mich geärgert. So, Brett. Herzchen, Brett durch. Herzchenbrett durch. Und diese kleinen Brettarme hier, meine ich,
die irgendwie nerven. Also, sie haben schon ihre Funktion. Ich finde aber, mich nervt das. Also, selbst wenn ich jetzt hier irgendwie Tesa drüber machen würde. Okay, ich habe es so festgezogen. Ein bisschen lascher muss ich es machen, damit ich es dann auch Faden drum wickeln kann. So. So ist ein bisschen lascher. Noch ein bisschen nachlassen. Sehr schön. Ja, also irgendwie muss ich da hinten einen Umschlag draufsetzen. Auch ohne Prickelnadel hat es funktioniert, ne? Ja, jetzt kommt der nächste Streich. Jetzt möchte ich natürlich in der Luftlinie eine vernünftige, ein Stift, bei Fuß, möchte ich natürlich hier eine vernünftige Öse setzen und versuche hier in der Luftlinie hier unten die Kante zu treffen. Ich will nämlich meine Tasche damit nicht benachteiligen oder beeinträchtigen. Jetzt habe ich mal wieder schlau, wie ich bin, meine Pappe nicht dafür. Ich glaube, da muss die jetzt herhalten, weil ich habe nämlich hier eine wunderschöne, super geil funktionierende Lochzange. Ich möchte allerdings, dass sie auch scharf bleibt. So, flip, flap, da komme ich so ein bisschen durch, das ist nicht schlimm. Da werde ich dann auch noch irgendwie so einen kleinen Sticker oder irgendwas drüber kleben. Irgendwas wird mir einfallen. Reicht schon. Durchgekommen. Von hier aus, sag ich mal, nehme ich die schöne Seite der Öse. Von hier aus die etwas rubbeligere. Und da werde ich auf jeden Fall noch irgendwas dann draufpacken. So, vielen Dank, liebe Lochzange. Oh, schwupp. Ich klemme das jetzt hier mal dazwischen. Kann ich ja immer benutzen, ne? So, Fluss. Fluss, Fluss. Ich habe jetzt einen kupferfarbenen Red. Ich habe aber, glaube ich, nicht mehr. Ich habe auch noch ein Herzchen. Das ist aber blöd. Das hat eine andere Form. Aber das gefällt mir nicht so. Ja, die gleiche Farbe habe ich jetzt nicht. Oder? Bist du denn? Du bist ein Stern? Nee, du bist irgendwie was Doppeltes. Warte, warte. Du passt doch da am besten zu. Ja. Guck mal einer, schau da jetzt durch. Ich überlege gerade, ob ich noch was zu kleben. Ja, ich habe noch was zu kleben, bevor ich meinen Kleber hier zumache. So, jetzt schalte ich hier um auf Nieten. Der Magnet ist echt stark. Also ich hoffe, dass ich den Envelope so gut loaden kann, dass der nicht mal so unangenehm stark zieht. So, sehr schön. Du kannst auch gehen. Erstmal. Schön, wenn man einen Schrank neben dem Schreibtisch hat. Gut, das ist jetzt hier so ein bisschen komisch aufgebrochen, aber wie gesagt, da ziehe ich den Faden durch und klebe dann was drüber. So, Faden durchziehen werde ich dann hier mit dem machen. Via Memory Keepers. So, hier und dann Tülü. Aber das kann ich zum Sch nee, kann ich das zum Schluss machen? Denk nach, Frau. Nee, auf jeden Fall muss ich es machen, bevor ich den Aufkleber setze. So, jetzt hatte ich ja gerade noch erwähnt, dass ich noch etwas zu kleben habe. Und zwar habe ich mal wieder das Licht hier auferstehen lassen. So. Hatte ich ja gesagt, dass ich hier die Ecken noch ein bisschen mit diesem lila Glanzgedöns machen will. Das habe ich mir so gedacht, dass ich hier einfach nur die Ecke so ganz bisschen mit dem
Glanz und auch mit dem Geprägten mache. Also, dass ich immer dieses Thema, dass das Thema sich schön durchzieht. Und ja, sich einfach wiederfindet. Ihr wisst, was ich meine. Bevor ich das schneide, muss es natürlich gut festkleben. Ich werde natürlich die Ränder dann schneiden und nochmal irgendwie ein bisschen distressen. Während das dann vor sich hin trocknet, könnte ich nämlich mit dem Aquarellstift die andere Seite bearbeiten. Immer alles machen, wo man nicht so viel hin und her rubbelt. Wenn man hier sowas, sagen wir, trocknen lässt, auf der Rückseite, sollte man was tun, was nicht das torpediert, was man gerade geklebt hat. Sogar ein bisschen zu weit geklebt. Fingertool, zack, ab. Genau, schneiden und danach nochmal ein bisschen mit dem Ground Espresso distressen. So. Ich glaube, so einen Umschlag mache ich nochmal. Der ist schön. Also, immerhin, mir gefällt's. Jetzt habe ich hier auf. Ich sehe gerade, da muss ich noch mal ran. Das mag ich nicht, wenn das so umklappt. Klappt das immer noch ein bisschen. Ich hätte es vorher direkt schräg schneiden müssen. Klarer Fall. Ja. Das war ein Anfängerfehler, aber. So, was ich jetzt natürlich noch machen könnte. Könnte ein Bellyband da reinsetzen, dass hier nochmal so ein Bellyband runterkommt. Das könnte ich wohl tun. Was meint ihr dazu? Schade, dass ihr mir jetzt gerade keinen Tipp geben könnt. Ich das jetzt hier so ein bisschen hohl. Ich guck mal eben nach dem Umschlag. Ich bin jetzt auch nicht weit weg. Wahrscheinlich hört ihr mich jetzt noch weiterhin. Umschläge. Umschläge. Ich mache jetzt erstmal meinen Kleber hier weg, weil ich muss garantiert Sachen Sachen erstmal organisieren, bevor ich irgendwie rumkleben kann. Hier hätte ich zum Beispiel einen. Da könnte ich die Flap nämlich hier oben mit festkleben. Hat natürlich ein anderes Format. Die sind alle gleich. Ich habe auch noch einen kleinen. Der hat. Oh, der passt auch viel besser. Dann werde ich noch einmal schön mit Round Espresso rumgehen. Damit hier auch hier drinnen alles so ein bisschen mehr Distressed ist, der gefällt mir. Der darf da wohnen. Supi. So. Und stelle weg. Das Schöne ist, wenn man hier diesen Schrank daneben hat, kann man einfach mal eben seinen Arbeitsplatz wieder ein bisschen freiräumen, dass man auch wirklich wieder arbeiten kann. So.
So, ich hatte, glaube ich, das hier damals mit, damals, also ich habe die schon vor ein paar Tagen mal gemacht, also Wochen, ja. Und hatte das, glaube ich, mit Vintage Photo Distressed, was ja prinzipiell nicht schlimm ist. Nur zu meinem Projekt jetzt muss ich es ein bisschen dunkler machen. Und bei sowas finde ich es immer wichtig, dass man auch die Innenseite hat. Ich schaue mal eben auf die Zeit, wie lange wir jetzt hier schon am Start sind. Ja, sind schon wieder 40 Minuten. Und wenn ich mir recht auf die Uhr schaue, muss ich auch gleich raus zum Reitunterricht. Dementsprechend werden wir diese Aktion jetzt hier noch zu Ende machen. Und dann hat das Ganze bisher schon wieder viel länger gedauert, als ich so gedacht habe. Jetzt ist die Quizfrage, klebe ich den Flap von dem Umschlag jetzt an oder nicht? Also eigentlich sagt mein Inneres, klebe es da fest. Aber es fällt alles raus. Wenn das Ding in der Normalposition ist. Dementsprechend werde ich das nicht tun. Ich glaube, ich werde einfach da oben über diesen Brad dann Aufkleber drüber setzen, wie ich den auf die Rückseite von der Öse setzen will. Das mache ich auch zum Schluss, wenn ich hier mal ausdekorieren bin. So, und dieses Herzchen, weil hier, den kann man nämlich so feststecken. Zack. Ohne, dass man da jetzt irgendwie kleben muss oder so. Und wenn man, sag mal, Kleinteile reintut, die nicht schwer sind, also jetzt nicht irgendwie Glasperlen oder so, dann hält er auch zu. Ja, so habe ich nämlich auch wieder einen kleinen süßen einer Notenumschläge. Und das ist halt einer, den ich mit meiner Schablone gemacht habe. Jetzt habe ich wieder einen kleinen süßen Umschlag hier mit eingebaut. Wenn man gerade mit dieser Schablone da irgendwie ein bisschen rum vorwerkt, also sag mal, die Schablone auf so Notenpapier mehrfach zu halten und rumrum zu malen, auszuschneiden, ist wesentlich einfacher, jedes Mal, wenn man so einen Umschlag braucht, sich so einen Umschlag zu bauen. Das ist ja klar, oder? Also. So, nun ist meine nächste Frage und Überlegung: Bellyband ja oder nein? Ich habe gerade mal einen Blick in mein Strap drauf und da hatte ich nämlich noch einen Streifen. Ein bisschen verstärkt ist nur auf Papier. Ja, warum eigentlich nicht? Also, den lege ich mir mal zur Seite. Das wäre dann ein Teil fürs nächste Video. Genauso wie die Ecken dazu unten. So, jetzt würde ich nämlich simpel und einfach nochmal wieder. Was man auch machen kann, ist mit dem Aquarellstift, man macht sich so eine kleine Pfütze aufs Papier. Benutzt die kleine Pfütze und muss nicht immer in das große Glas gehen. Ich habe nämlich noch so ein paar passende, schöne Aufkleber. Die werden, glaube ich, gut zu diesem Lila hier passen. Also zu diesem, so zu dem, was ich jetzt hier gerade male. Die sind zwar so ein Altrosa, aber die haben so diesen, ja, Altrosa ist ja eine kühle Farbe, ne? Die haben so diesen, ja, schönen Effekt, sag ich mal. Kühle, also ja, sag mal, ein kühles Rosa. So. Schön, wenn man hier gerade so vertieft ist, dass man einfach den Gedanken vergisst. Dann ist das Basteln gut, wenn man seine Gedanken vergisst, beziehungsweise
Sprachfindungsstörung hat, weil dann ist man mich komplett abgetaucht in die Welt der linken Gehirnhälfte. Ne, der rechten Gehirnhälfte. So, rechts ist da die Kreativität nicht andersrum. Ja. Also das gefällt mir richtig gut. Also ich liebe Aquarellfarben sowieso. Die sind so schön intensiv. Wie sieht denn das mit euch aus? Hext ihr auch mit verschiedenen Materialien, also auch mit zum Beispiel Aquarellfarben rum, wie ich jetzt? Oder muss ja nicht sein, wie ich jetzt, sondern einfach, sag mal, diese verschiedenen Materialien, die man so benutzt. Mögt ihr das oder seid ihr eher so, sag mal, in Anführungszeichen einheitlich in einem Projekt unterwegs? Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja, dann bringt ja auch Ruhe rein. Ja? Für mich ist es interessant, verschiedene Sachen zu benutzen. Für mich bringt es hier Leben in das Projekt. Ja, auch gerade so die Striche, die ich jetzt hier mache, die so, ja, unbeholfen sind sie nicht. Sie sind einfach nicht präzise. Ja, also wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen rüber male und so, das finde ich, macht das Leben, auch wenn ich jetzt sowas mache, finde ich, macht das Leben eines Projekts aus. Ja, wenn ich so einen kleinen Schmarren oder irgendwas aufs Papier bringe, manchmal male ich da drauf auch irgendwas, ja, dann rahme ich den ein mit einem Feinliner, mache da draus eine kleine Fliege oder sowas. So, also das ist jetzt auf jeden Fall meine Unterseite. Die darf auch so bleiben. Schauen wir auf die Uhr. Ich sehe noch keiner auf dem Hof. Sehr schön. Das gefällt mir, dass nicht alle zu früh kommen an so einem Tag. Weil ich bin meistens so, dass ich kurz auf knapp dann halt wirklich pünktlich draußen bin. Und nicht überpünktlich. Pünktlich ist völlig fein. Überpünktlich. Also, zwar wenn Menschen überpünktlich sind, eine Sache, aber ich für mich bin auf den Punkt genau. So, nicht überpünktlich. Das ist mir auch immer ein bisschen suspekt, wenn jemand immer überpünktlich ist. Also, das ist sehr respektvoll, dass demjenigen, der zum Beispiel, dem man sich verabredet gegenüber, ist das sehr respektvoll. Das stimmt. Andererseits bringen mich überpünktliche Menschen manchmal unter Druck. Ja, wenn jemand genau auf den Punkt pünktlich ist, dann sind die Überpünktlichen auch noch mal deutlich besser. Oder sortierter, wie auch immer. Nennt es, wie ihr es wollt. Ich glaube nämlich auch, dass ich den nächsten Streich, im nächsten Video machen muss. Also ich werde noch ein weiteres Video hier machen, bevor ich loade. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich mit zwei 40, 50 Minuten Videos längst komme. Scheint nicht der Fall zu sein. Also wenn ich mir jetzt hier so meine die Sachen anguckt, die ich jetzt noch über habe, die ich auf jeden Fall gerne noch erledigen möchte, bevor ich hier irgendwas reinpacke, dann dauert das noch ein bisschen.
Ich weiß nicht, wie gesagt, ich hatte im letzten Video schon mal die Frage gestellt und ich wiederhole sie jetzt auch nochmal. Geht es euch auf den Zwirn? Ist es euch zu langatmig? Wollt ihr lieber das fertige Ergebnis sehen ohne den Weg? Im Endeffekt ist das ja jetzt hier Craft with me. Nicht so ein richtiges Tutorial, weil ich habe jetzt hier die ganzen Maße und so. Habe ich euch jetzt nicht angegeben. Kann ich euch auch nicht sagen, weil ich habe im Endeffekt mit einem dicken Daumen gemessen. Mit Augenmaß. Manchmal habe ich mir eine Mitte gemessen, ne? Oder habe mir die Sachen an einem Blatt angeglichen. Aber ob das jetzt irgendwie 14,6, 13,8, I don't know, groß ist, kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Also, Hausaufgabe für euch. Nein, Spaß beiseite. Frage an euch. Wie wollt ihr es haben? Wollt ihr lieber fertige Sachen sehen? Wollt ihr ein Tutorial mit Maßen? Was mir zugegebenermaßen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger fallen würde. Wollt ihr das so, wie es jetzt ist? Was ist das? Also womit kann ich euch die meiste, größte Freude machen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ich was von euch lese. Und ich sag jetzt mal, bis demnächst in diesem Kino. Es wird ein Teil 3 geben der Vorbereitung und dann wird wirklich geloadet. Also ganz ehrlich, mehr als einen dritten Teil hier zur Vorbereitung will ich nicht tun. Habt Spaß, bastelt euch was Schönes. Ich freue mich drauf, euch mal wiederzusehen. Bis demnächst in diesem Kino.